Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Quarry. Ja, wir sind in Kapitel 8 mit Caitlin, die den Minivan jetzt nun zum Laufen bringen soll. Schauen wir doch mal, was wir hier machen sollen. Es ist 1.35 Uhr am 23. August. Wieso gehen die jetzt wieder ins Haus? Moment. Sorry, Leute. Es sind jetzt wieder ein paar Tage vorbei. I'm terribly, terribly sorry. Ich muss kurz gucken. Ah, okay, wir haben Oma ja noch nicht getroffen. Ah, okay. Weil ich wollte gerade gucken, wir hatten doch das letzte Mal neue Tarotkarten gefunden. Aber die haben wir noch nicht enthüllen können. Okay. Wieder mal professionell. Juhu. Was ist denn hier passiert? Ach, nix. Abweisend, wir müssen weiter. Ehrlich, meine Schuld. Ehrlich. Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob Kein und Emma? Keinen Kratzer hat er. Wahrscheinlich gar nichts. Hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick. Und Nick. Ja, wir wissen ja zumindest, dass Emma... Achso, die haben jetzt einfach nur die Lodge durchquert, um zum Wagen zu kommen. Emma war ja in dem Auto drin, zuletzt. Ist da jemand drin? Weiß nicht. Ja, Emma war da zuletzt drin. Was ist da, ey? Jacob? Emma? Lindsay. Soll ich mal aufmachen? Ja, mach auf. Ist dein Arsch, Kumpel. Und wir müssen bestimmt schießen, oder nicht? Pfefferspray! Pfefferspray! Hey, wir sind's! Oh, shit. Aber hey, die verteidigt sich wenigstens. Oh, wo hat die das denn her? Halt! Tut mir so leid! Dylan, tut mir so leid! Ich wusste nicht, dass ihr es seid. Ich hatte voll Schiss und dachte, er ist kein Pfeffer! Was? Lufterfrischer! Junge! Oh. Oh Gott! Ja. Aber so ein Lufterfrischer brennt doch auch in den Augen, so wie wenn du Deo in die Augen kriegst, oder? Der muss sich sofort die Augen ausspülen, Leute. Wie gefährlich ist das ja eigentlich? Unverantwortlich. Sie war die ganze Zeit in der Polizeiwache? Irre, was? Und wir dachten, was für ein toller Sommer. Von wegen. Übrigens, wenn Caitlin so an der offenen Motorhaube steht, bekomme ich langsam so ein bisschen den Eindruck, dass es besser gewesen wäre, wenn wir am Anfang vielleicht... wenn wir diese Benzinleitung durchgetrennt hätten oder was das da war, dann hätte die Karre ja angefangen zu brennen. Und wenn die einmal gebrannt hat, sollte man die wahrscheinlich oder kann man die wahrscheinlich nicht mehr flott machen. Oder naja, wenn man nicht gerade irgendwie Teile tauscht oder so. Okay, ich nehme alles zurück. Mann. Okay. Kriegst du das hin? Nein. Oh. Gut. Nicht ohne Teile. Speziell einen Verteiler. Da hinten ist dein Schrottplatz. Also, kriegst du's hin? Versprechen kann ich's nicht. Aber da sollte einer sein. Klingt weit hergeholt. Gemein. Was Besseres vor? Ermutigend. Ich brauch dich. Ach komm, wir sind hier die Teamleaderin, Caitlin. Das soll die geheime Anführerin. Komm schon. Dylan, komm schon. Echt, ich brauch dich. Wir brauchen dich. Ja, Dylan. Fein. Okay. So stellt sich Dylan wieder mutig der tödlichen Gefahr und rettet seine Freunde. Ja, jetzt geh endlich zu dem Schrottplatz neben dem verfluchten Indianerfriedhof. Und was genau sollen wir dann jetzt tun? Ich meine, der Van ist nett, aber nicht gerade Fort Knox. Tja, der Keller unter der Lodge sollte erstmal sicher sein. Oh. Okay, Abby, komm mit mir. Viel Glück.
Nur die Treppe ist kaputt, also die Leiter von Hackets Büro. Viel Glück. Weg gewählt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Zeige mir den Weg nach Britannia City. So, Teambuilding. Dylan und Caitlin gingen zum Schrottplatz, um ein intaktes Fahrzeug zu finden. Hä, wieso wird mir das denn schon hier alles angezeigt? Ich will das gar nicht wissen. Aber wir haben neue Camp-Locations. Haben wir mittlerweile mal alle. Haus der Hacketts. Seit vielen Generationen der Familienwohnsitz der Hacketts. Achtung, dieser Bereich ist privat und unbefugtes Betreten wird getadelt. Ganz bestimmt. So. Oh, der ist ja anderthalb Köpfe größer als die. Wie groß ist die? 1,40? Was ist denn da los? Oder ist der 2 Meter? Was ist denn da los? Oh, der Weinkeller! Oh! Mit Laura und Ryan kann jeder hier verweilen. Zwei Feinde, ist klar. Sie trinken das leere, die Weinfässer da. Was war das? Oh. Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Und wir sind Ryan. Sei leise. Sei du leise. Psst. Halt die Klappe. Nein, halt du die Klappe. Ich hab gesagt, du sollst die Klappe halten. So ähnlich stelle ich mir diese Unterhaltung vor. Ach, die nächste Karte. Die Herrscherin. Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Ach, wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Halt die Fresse, ich entscheide selber, wo ich hingehe, Bitch. Hinweis entdeckt, Rumdistille. Eine alte Rumdistille, vermutlich aus der Zeit der Prohibition. Prohibition. Ein Relikt aus der Vergangenheit der Familie Hackett. Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass die illegal irgendwie Schnaps so ein bisschen gebrannt alte haben. Oder? Das Geschäft lief wohl ganz gut. Ja, doch. Ja, die Hacketts waren halt sehr geschäftstüchtig früher. Nee. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Oh, der Herrscher. Das sind mir jetzt aber eindeutig zu viele Karten. Wenn ich mich da wieder entscheiden muss, ja, dann kann ich ja nur eine von vier nehmen. Was ist denn das für eine Scheiße? Der Herrscher. Autorität, Patriarchat. Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Mich dünkt ein wenig, dass diese Herrscherin vielleicht die Oma ist, die oben ist. Und Herrscher ist vielleicht Hackett oder sein Bruder. Also, dass die Vision sich auf diese Person dann bezieht. Es ist ja öfter mal so, dass wir diese Karten halt auf eine bestimmte Person... Armes Kind. Riesenkopf. Kein Riesenkopf. Das ist Carlson auf dem Dach. Bobby. Wer ist Bobby? Deine Mutter, was? Bei Bobby und Max... Ist jeder Tag da? Oh. Was sehen meine entzündeten Augen? Hockt da schon unser Jacob? Da ist doch unser Jacob. Hey, Jacob. Kleiner Kerl. Vorsicht. Bin okay. Hä? Ach, scheiße. Jetzt geht eine Cutscene los. Erzähl mir doch keinen. Das kommt direkt von vorn. Ja, aber das ist ja in dem Käfig drin. Wehe, du schießt. Wehe, du schießt. Außerdem ist da unser Jacob. Jacob. Ist das Nick? Hey, ich bin's. Himmel, was ist mit dir los?
Halt Ryan nicht. Errungenschaft freigeschaltet, reaktionsschnell, okay. Gott, Ma, was stellst du unten mit ihnen an? Es ist nichts, wir beschützen sie nur. So wie auch schon die ganze Nacht. Also wenn man das so sieht, dann beschützen die die ja wirklich. Also, ich weiß nicht, die fangen diese Werwölfe oder, ne, ja, doch, Werwölfe fangen sie ja eigentlich ein. Und wenn sie die dann nur in diese Zelle packen, bis halt Vollmond vorbei ist und die danach wieder normale Menschen sind, dann tun die denen ja eigentlich nichts, oder? Oder sehe ich das jetzt zu friedlich? Dann ist es ja viel mehr ein Schutz für alle anderen quasi und ein Jagderlebnis für die. Aber so an sich, vom reinen Gedanken her, ist das ja nichts Dramatisches. Und die Familie Hackett ist da halt hinterher, weil wenn das stimmt, dass halt Chris Hackett der Oberwerwolf ist, dann töten die den ja nicht, weil er ist ein Familienmitglied, ja. Aber sie verhindern halt, dass andere Leute zu Schaden kommen. So. Aber man kann sich auch extrem täuschen. Vielleicht will das Spiel, dass wir das denken an diesem Punkt. Wer weiß. Who knows? Was war das? Das war echt Stromschlag war das. Oh, Scheiße. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Ja. Steht unter Strom? Okay, hör zu. Da ist ein Kasten. In der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich hab den alten. Den aus dem Wald. Dran hantieren sehen. Hat Ryan den überhaupt schon gesehen? Den alten aus dem Wald? Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ma? Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Doch. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Oh. Nein. Großmutter geht jetzt auf Rampage. Jetzt vorbei hier mit Teenies beschützen. Gottverdammt. Oh. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was kann er denn dafür? Was hast du ihr getan? Travis, sag ihr nicht die Wahrheit. Sag, es war ein Bär. Wozu gebissen? Wurdest du gebissen? Ist die irre? Laura aufhalten. Halt! Wer ist das? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Könnte auch sein. Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denk dran. Wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan! Du musst mich hier rausholen! Wollte die Alte jetzt ernsthaft schießen? Konnte sich jemand eine Waffe mit einer Silberkugel schnappen? Es war meine. Die haben sie genommen. Sie geklaut! Du dummer Idiot! Ma! Ach, verdammt! Du mieses Stück Scheiße! Verschwinde! Hau ab von hier! Oh nein! Wir müssen Jacob helfen. Okay, okay. Okay. Hilf mir dadurch. Okay, also, ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still. Still. Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Scheiße. Okay. Halt durch. Okay. Okay, er ist in Käfig 3. Oh Gott, Leute, das werde ich so verkacken und alle werden sterben. Ich sehe das jetzt. Jetzt kommt der Moment.
Verlorene Liebesmüh. Rain beschloss, Jacob aus dem Keller zu befreien. Oh nee. Bis dass der Tod uns scheidet. Geheimnisse können sich wie ein Käfig anfühlen. Vielleicht ist jemand so freundlich, dich von deiner Schuld zu befreien. Aber vergiss nicht. In der Dunkelheit lauern Dinge, die viel schlimmer sind als Lügen und Täuschungen. Och nö. Warte mal, Jacob ist in der 3. Ja, super. Ja, das läuft ja schon mal richtig gut, ne? Schalter 3. Schalter... Ich hab keine Ahnung, Leute. Schalter 1. Wieso freut denn der sich? Ist der dumm oder so? Weitermachen. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Konzentrier dich, Alter. Hä, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. 3 und da drüben ist die 7. Vielleicht muss man 7... Schalter 3 und... 2 ist 5. Nice. Hey, Mann! Gut, jetzt verkack's bloß nicht. Weiter. Aber in welchem ist denn... Warte mal, wir machen jetzt mal die 5. Also 4 und 1. Ah, shit. Fuck! Alter, halt die Klappe! Okay, was hast du für ein Problem, Mann? Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu doof gerade dafür. Ich überlege gerade. Verloren Liebesmüh. Na toll. Hey, du Clown! Halt die Klappe! Ich oder er? Er ist hinter der 3. Wenn ich auf die... Wenn ich 3 und 4 mache, ist doch die 7 offen, oder nicht? Oh, shit. Och, nö! Rate mal. Rufen? Was rufen? Wen denn rufen? Hä? Hey, Ma! Schick Bobby runter! Wer ist denn jetzt Bobby? Beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Want to love you when the lights turn down. Oh, you see, you please me so. Während wir alle zu wunderschöner Musik in absoluter Verwirrung vor uns hindümpeln, muss ich kurz erwähnen, das ist mir noch ein Anliegen, jedes einzelne Video, was ich hochgeladen habe, hat einen Copyright-Strike gekriegt wegen Musik. Und immer wenn ich dann das Video veröffentlicht habe, wurde dieser ist ja kein Strike, so ein Anspruch, so ein Drittanbieter-Claim halt wegen der Musik. Das heißt, es wird monetarisiert, das Video, monetarisiert. Und sobald ich das Video veröffentlicht hatte, wurde dieser Anspruch sofort zurückgezogen. Es ist so ein bisschen, als ob YouTube weiß, hey, in dem Part oder in dem Abschnitt, der da irgendwie in dem Video wahrscheinlich kommt, ist von auf jeden Fall irgendwie Copyright-geschützte Musik. Und dann haben sie festgestellt, ach nee, Moment, die hat das Alternative angekreuzt. Scheiße. Gut. Ryan verstand das System der Käfigtüren nicht. Jacob blieb im Keller. Scheiße. Vielleicht ist Jacob im Keller sicherer als draußen. Wer weiß. Wer weiß, Leute. Juhu. Yay, the sun goes down. Aber sie geht doch auf. Hä? Verstehe ich nicht. Ach, Mann. Ach, Mann, mich kotzt es immer an, wenn ich irgendwie was nicht schaffe. Mann. Willkommen. Hast du mich vermisst? Nochmal ganz kurz. Ich hatte doch die 3 und dann die 2. Das war 7 und das hat die Tür aufgemacht von in der Mitte von den beiden Käfigen.
Das Vieh hatte die 7 und Jacob hatte die 3. Oder? Da geht's ja schon wieder los. Genau, und aufgemacht habe ich die 5. Ach, ich hätte die 1 und die 2 dann aufmachen müssen, oder? Oh Gott, Leute, ich bin doof. Oh, ich bin doof. Ich hätte 1 und 2 machen müssen, damit Jacob... Oh Gott, nein. Oh, das tut gerade sehr weh. Wisst ihr? Das tut gerade sehr weh. Ich würde am liebsten gerade neu laden. Aber ich fürchte, das kann ich jetzt nicht mehr. Das Spiel speichert ja zum Glück alle 5 Minuten von alleine. Aber okay, vielleicht ist es für Jacob auch nicht schlecht, dass er im Käfig bleibt. Ich mag Jacob, ich will nicht, dass er stirbt. Verdammte Scheiße. Hey, Oma! Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Ja, ich habe ein ganzes Kartendeck gekauft. Und Mau Mau und Schwarzer Peter. Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Die Lebenden. Die Harmonie in ihrem Zwist beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen? Und verrotten. Details? Na, aber sehr gerne, holde Frau. Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Also, ich habe mich schon entschieden. Leute, das Rad des Schicksals. Wer kennt denn sie nicht? Die Carmina Burana im Lateinischen. Und da gibt's auch das Schicksalsrad. Und das musste ich im Lateinunterricht damals auswendig lernen. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ich weiß noch den Anfang. Das ging immer O Fortuna, Velut Luna, Multa Variabilis, Semper... Crescis, aut de Crescis, multa detestabilis oder so ähnlich irgendwie. Also das Rad des Schicksals ist immer wandelbar und so weiter und so fort. Keine Ahnung, bevor es peinlich wird, höre ich auf. Also einfach, wenn ich mich zwischen den Vieren entscheiden würde, ich habe bei allen anderen, also bei der Herrscherin denke ich, es gibt irgendwas über Mutti zu sagen, hier über die Oma. Bei Herrscher denke ich Hackett, Chris Hackett, vielleicht Travis Hackett, wer weiß. Bei den Liebenden denke ich die ganze Zeit an Abigail und Nick. Weil ich dann so denke, okay, vielleicht kann man Nick irgendwie überleben lassen. Und das Einzige, was mich neugierig macht, ist tatsächlich das Rad des Schicksals. Und da mein werter YouTube-Name, ja, ihr wisst es ja, auf welchem Kanal ihr hier schaut, bin ich da interessiert dran. Hau raus, Oma, hau raus! Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Moment. Das gucken wir uns sofort noch einmal an. Weil hier sieht man ja immer ein bisschen mehr. Moment, das war Laura. Das war Laura.
Und er hat nicht geschossen. Und Travis ersticht sie dann. Aber sie tötet den, Oh, sie hat ihm den Kopf abgehackt. Böse. Die Sache ist jetzt nur, wollen wir, dass Travis stirbt und der Typ, wissen Sie, ist das Bobby, der mit dem Basecap, der große von den beiden Jägern, der jüngere, vor allen Dingen sind die Jäger, Moment mal, ist der Alte vielleicht der Mann von der Oma? Und dementsprechend ist das ja, ist der andere ja sein Sohn, das heißt, das ist der Bruder vielleicht von Travis und Chris? Und das ist Bobby? Wir werden es erfahren. Pass wirklich gut auf. Tu ich, dankeschön. Du Gute. Ach Mann, Leute. Wir haben Kapitel 8 geschafft und sind jetzt mit Dylan um 2.10 Uhr im Kapitel 9, dicker als Wasser. Am Schrottplatz? Nein, hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Das heißt, wir kommen dem Finale näher. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Das war ein Jumpscare-Geräusch. Lass uns weitergehen. Kein Grund zur Beunruhigung, das macht das Spiel nur, damit ihr euch erschreckt. Also, Ryan und Laura, hm? Oh Mann. Bei Laura und Ryan, da kann die Streu nie ja nur weinen, weil sie den Ohrwurm jetzt hat. Der Ohrwurm macht euch alle platt. Entschuldigung. Genervt, Ryan hat sich dämlich benommen. Neugierig bahnt sich da irgendwas an. Neugierig. Glaubst du, da bahnt sich irgendwas an? Quatsch. Ja, da hat das auf jeden Fall gefunkt. Ja, genau. Ironie. Aber waren das jetzt so Agrofunken oder Sexfunken? Alter. Das waren bestimmt Sexfunken. Ja, ja, genau. Ist sie nicht schon mit jemandem zusammen? Ja, nur Ryan ist Ryan. Alle sind scharf auf Ryan, warum auch immer. Abgesehen davon, jetzt wo er ein Abenteuer mit Miss Geheimnisvoll erlebt, wie nimmst du es damit auf? Oh. Abweisend, er ist nicht die Mühe wert, neugierig. Haben wir unsere Chance verpasst? Ach komm, ich will die beiden ja shippen, warum auch nicht? Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe Ihr habt euch geküsst? Passiert. Vielleicht ja nächstes Jahr. Hä? Naja, schaffen wir erstmal dieses. Hä? Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Und Titten, was? Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Arr. Da. Ach schön, dass auf so einem Feriengelände auch noch der hauseigene Schrottplatz gut. ist. Gut, ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaube ich. Ja, ja, das sieht man jetzt zwar meilenweit weit in den Wald, aber ist egal. Komm, da lang. Hackett's Quarry Lodge Sturmkeller, 2.12 Uhr. Meine Katze miaut gerade, weil sie gerade ihre komischen 5 oder 2 Minuten hat. Und was machen wir jetzt? Ja. Tja, machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Bin ich dabei? Nein. Genervt, lass das immer neugierig. Warum bist du so positiv? Ja, warum bist du so positiv, blöde Kuh? Wieso bist du immer so positiv? Was für Droge ist die denn? Wieso fragst du mich das ständig? Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht... Alle sind tot und ich tanze hier rum. Tralali, tralala, fidibum. Dein
Was auch immer du gerade tust. Mhm. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich nicht ertrag, wenn jemand traurig ist. Ja, weil du ist. Fake bist. Von oben bis unten. Und in dich drin. Freundlich, oh bitte, neugierig. Machst du... Oh, ja, bitte, komm. Machst du deswegen das Internet-Video-Dingsi? Internet-Video-Dingsi? Mhm. Wie auch immer du es nennst. Influencer-Karriere nennt die man das. Die Leute glauben, es geht um die Aufmerksamkeit. Und vielleicht stimmt das anfangs. Aber nach einer Weile macht es keinen Unterschied, ob du 4000 Likes oder 100.000 Likes hast. Ich mach gute Laune, indem ich auf dumm mach. Vielleicht macht mich das dumm. Oder vielleicht mag ich einfach gute Laune. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, ich freue mich über jedes einzelne Like, das ihr mir gebt. Also bitte liked dieses Video und zwar nicht wegen, oh Leute, ich brauche die Reichweite oder so eine Scheiße, sondern einfach als Feedback, wenn euch das gefällt. Danke. Ist doch voll okay. Eine Scheißnacht, was? Hm. Ja. Na los, ich will es von dir hören. Na scheiß Nacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Lass mich los! Okay. Ich muss was kritisieren. Mir gefällt's irgendwie nicht, dass wir jetzt... Was war das denn jetzt? Also wir sind... Ryan und... Laura? Gehen 5 Sekunden in diesem Keller hin und her. Dann wechseln wir zu dieser Tarotkartendame. Wechseln zu Dylan und Caitlin. Wo auch nichts passiert ist, außer dass sie 5 Meter im Wald lang gelaufen sind und den Schrottplatz erreicht haben. Wechseln jetzt zu Abigail und Emma, nur um diese Sinnlos-Diskussion zu kriegen. Und wechseln jetzt wieder zu Laura? Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber das Ziel ist toll. Entkomme den Hackets. Nee, also, ja, meine Katze randaliert einfach weiter im Hintergrund. Die ist gerade sehr aktiv, die süße Kleine. Naja, sie ist sehr niedlich. So, nichtsdestotrotz, ihr Lieben, ich verstehe, wie gesagt, diese Schnitte nicht. Und die Sinn, also, es fühlt sich ein wenig so an, als ob man ganz schnell noch ein bisschen so, zwar nicht mehr so viel Ideen für Story oder so hatte, aber dann schneidet man halt ganz, oder wechselt man ganz viel die Szenen, damit es so wirkt, als würde viel passieren, aber es passiert ja eigentlich gar nichts. Wisst ihr, was ich meine? Das waren jetzt 3 verschiedene Szenen, die man hätte einfach dann, wenn die Sequenz mit den Darstellern, sage ich jetzt mal, kommt, hätte man das laufen lassen, aber mal länger einfach, ne? Zum Beispiel hätten wir jetzt mit Dylan und Caitlin ruhig den Schrottplatz komplett mal untersuchen können. Dann kann ja diese Sequenz kommen. Warum schneidet man da ganz schnell wieder zu Emma und Abigail? Außer es gibt Informationen, die halt in dem Moment wichtig sind, wenn wir dann später... Also diese, ich verstehe das nicht. Außer, dass es nicht viele Ideen gab und man einfach nur so eine Gespräche oder kurze Szenen eingeführt hat, eingefügt hat, um es so ein bisschen deeper aussehen zu lassen. Aber das ist jetzt auch Meckern auf höchstem Niveau. Mir gefällt das Spiel bisher wirklich gut, Leute. Für alle, die meine Meinung interessant finden. Ich finde es durchaus besser als so Man of Medan oder irgendwas. Ich finde auch, dass es hier sehr, sehr besser gelöst ist, wie einzelne Szenen noch hinzugefügt werden, wenn wir bestimmte Dinge bereits festgestellt haben oder gefunden haben oder sich aus bestimmten Dialogen irgendwas entwickelt hat. Das finde ich sehr gut. Das ist hier ein bisschen flüssiger alles gemacht. Man hat nicht das Gefühl, wie... Also das schlimmste Spiel von der ganzen Reihe ist meines Erachtens nach, was die Dialoge angeht, Man of Medan. Weil das wirklich... die sind alle zusammen... Reden ganz normal, ja Leute, wir sind jetzt hier, wir müssen irgendwie entkommen und so. Dann kommt ein kurzer, ganz offensichtlicher Schnitt und dann kommt Person XY hat das und das gefunden und sagt jetzt ihren Satz und dann kommt, hey Leute, ich hab das gefunden. So plötzlich in der Aufregung, die gar nicht zu der Szene davor gepasst hatte, weil wenn du aufgeregt bist über irgendwas, dann bist du das schon die ganze Zeit. So, und das ergibt halt keinen Sinn. Und hier ist das ein bisschen smoother tatsächlich gelöst. Hier fällt's gar nicht so auf, dass Leute
dass so extra Sequenzen eingeblendet wurden. Ich erinnere nur an Jacob, der zum Beispiel den Leuten erzählt hat, dass er diese Wasserleiche gefunden hat, in dem See. Das war eine von diesen Szenen. Das war aber auch nicht so dramatisch. Also das fühlte sich nicht so schlimm an wie bei Man of Medan. Aber ich will jetzt auch nicht Man of Medan so crashen. Es gab auch in den anderen Teilen Little Hope und House of Ashes gab es auch so Sequenzen. Aber das ist nur, ja, Man of Medan ist mir, was das angeht, immer ein Dorn im Auge. Aber nichtsdestotrotz, ihr Lieben, auch wenn ich jetzt viel gequatscht habe und kritisiert habe, das gehört aber dazu. Ich beende hier aber trotzdem den Part. Wir sind mal wieder an der Zeit. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!